Yo Leute, Atomic Smash ist wieder back am Start und herzlich willkommen zu Outlast Part 10 mit der Jubiläumsfolge heute wieder mit Sascha. Yay! Und ja, wir sind in der Küche stehen geblieben und machen jetzt auch weiter. Er hört den Ton wieder verzögert, Leute, also kann nichts er wieder... Ungewöhnliches. Was? Nichts Ungewöhnliches. Naja, da kann er wieder in Dialoge schön reinreden. Ja, wuhu, ich freue mich. Okay. Ich höre Ton. Findet draußen Vater Martin. Ah, das war hier. Jetzt kommen wir da in die Küche. Erstmal schön duschen gehen, gell? Ah ja, wie ich mich vom Wasser erschrocken habe. Ja, das ist wieder die typische Daniel-Aktion einfach. Warte mal, mir ist aufgefallen in der letzten Folge. Hier waren wir. Oder ja. Habe ich gesagt, dunkel, da gehe ich nicht rein. Und dann sind wir hier lang gegangen. Ja. Aber hier waren wir noch nicht. Hier. Ich überlege gerade. Ich glaube, hier kann man einfach durchlaufen. Oder? Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nee. Ah, das war hier. Siehst du? Kleiner, ängstlicher Daniel. Also Leute, ihr könnt es durchlesen. Ich hasse... Ey, erschreck mich nicht, Kollege. Batterien. Batteritos, nups. Vor allem, weil Batterien und Wasser ist immer so die geile Kombi und der Camcorder und Wasser auch super geile Kombi. So, hier waren wir. Und gleich springt uns der Typ in den Weg. Das weiß ich noch. Ja. Beim zweiten Mal auch erschreckt. Was? Beim zweiten Mal auch erschreckt. Nein. Ach jö. Hä? Was? Okay. Aha, was ist das denn? Neues Pokémon. Tasty. Ah, eine Notiz. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort, aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Ja. Ah, alles klar. Batterien? Der ist ein Delikatessenkenner. Genialer Ort, um reinzugehen. Ja, wirklich. Ey, diese Orte sind Batterienverschwendung, da liegt nicht mal eine. Ich muss natürlich niemand gezwungen reinzugehen, also von dem her. Ja, aber trotzdem, das ist... Was ist da? Hallo, hallo, hallo. Da hat sich was bewegt. Oh, oh. Nein, ich glaube bei den Organen. Achso, es war die Spiegelung, ich habe gedacht, der Darm hat sich bewegt. Ja. Ein der ist auch schön Darm. Gemütlich da. Ach Mensch, erstmal einen Schluck trinken. Das ist Bushido. Yo! Und da wird jetzt Tode gedisst wahrscheinlich. Dann geht's runter. Okay, dann gehen wir weiter. Yay! So was? Ist es nie gut. So ist es nie gut. Das war schon mal so und danach wurde ich verfolgt. Cool. Donner. Hast du den Donner gehört? Ja. Böser Donner, böser Donner. Exit. Hier sind wir hochgefahren. Stimmt. Mit dem Doktor. Ja, hier ist der Aufzug. Mit dem Doktor sind wir hochgefahren. Wir müssen raus. Ich glaube, wir stehen jetzt gerade da, wo Vater Martin vorher stand, in der letzten Folge am Anfang. Oder ich glaube, das war genau stimmt, dieses Fenster. Es war genau hier. Oh fuck, dieser Donner. Der war ein bisschen laut. Du erschreckst dich vor dem Donner. Seriously. Hör dir mal den Ton an, hör dir mal den Ton an. Der ist böse. Ja, ich weiß. Und jetzt hier ein totes Zeichen. Das ganze Anschalt ist böse, falls es dir nicht aufgefallen ist. Seit wann? Ja, könnt ihr wieder lesen. Gebildet, uiuiui, dankeschön. Bist ein gebildeter Boy. Hallo. Hallo. Ja, dem geht's gut. Der schläft nur. Alter. Der arbeitet so viel, ach scheiße. Ich sehe nichts ohne das Licht. Vor allem, Vater Martin ist zwar nicht böse so, aber er hat halt diese Angewohnheit, irgendwo hervorzucreepen. Ja. Warum tut er das? Aha. Das ist nicht nett. Ich mag das nicht. How alive are you? Ich hoffe sehr alive. Ja, das wäre schön. Liest du es durch? Mhm. Okay, ich auch mal.
Aha. Okay, ich bin fertig. Ich auch. Unsere Batteritos sind fast leer. Da hinten. Nein, da hinten ist die Anstalt. So viel weiß ich noch. So viel funktioniert in meinem Kopf noch. Hier zu gehen. Fuck. Ja, Mann. Ja. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Shit. Wall Rider war das. Das ist der Wall Rider. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Das waren, glaube ich, mal zwei Typen. Jetzt ist noch eineinhalb. Da hinten leuchtet was. Nein. Ein Schlüssel. Sehr schön. Ach, lass uns diesen Kackton. Hey, komm her, bitte. Da hinten. Ich glaube, ich höre den Wallrider. Ich habe ihn auch gehört. Da hinten ist was, da hinten ist was. Was gibt's hier? Ein Schlüssel. Yay. Da hinten hin. Ja, aber ich bin erstaunt. Warte, ist er. Oh, scheiße. Ich war gerade eben sehr erstaunt, das war ein Blutorgan- und körperteilfreier Raum. In Outlast. Sachen gibt's. Ja. Scheinbar schon. Puh. Oh, 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 oh nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, nein. Und weg ist er. Jetzt muss die Tür öffnen, der ist dann einfach wieder da. Stell dir das mal vor. Oh, gut. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wall Rider gesehen. Nein. Habe ich schon mal gesagt, dass dieses Spiel mir nicht mehr so geheuer ist, wie als ich es angefangen habe? Ja. Also noch schön im Auto gesessen. Du also irgendwann mal so zwischen 50 und 60 Mal erwähnt, glaube ich, pro Folge. Damals, als wir noch schön im Auto gefahren sind am Anfang, das war doch schön. Ja, also die ersten 3 Minuten. Ja, das war doch schön. Eine Freundin von mir hat Outlast auch gespielt und sie hat es immer noch nicht zu Ende gebracht, nach, glaube ich, einem Jahr oder so. Ey, böse, böse, hoch, hoch, hoch. Ist so auszusehen. Ja, du hast den Leiter-Skill. Ich sehe schon kommen mit der Effektbearbeitung. Leiter-Skill. Scuff. Huh. Ja, böse Hand. Scuff. Mach doch die Hand nicht, sie hat schon den Finger verloren. Warum war die Batterie? Oh, ich mach Batterie aus. Gut, Daniel, deutsches Skill, Amener. Oh ja. Alter, da hinten, was ist das? Ich dachte, es wäre ein Regenschirm. Sieht aus nach jemandes vielleicht inneren Organ oder sowas. Hey, Mann. Ach Gott, nein. Ach kommt Jungs, was soll die Daniel, Kacke? Daniel, nein. Nein. Was? Tür auf. Nein, Daniel, nein. Ich glaube, da hat man noch gerade ein Muster gesehen, den man noch am Anfang gesehen hat. Ja. Wenn du jetzt wieder verkackst, dann bist du richtig schlecht. Das machst du jetzt. Nö. Nein, 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 nein. Ah, hier. Das Spiel ist heftig.
Ich kann es nur wiederholen, es ist nicht zwischen wachen Nerven. Naja, also wenn du mit heftig meinst, dass du es verkackst, auf ein Dach zu springen, wie bitte? Dann... Oh, Respekt beim zweiten Mal. Oh. Ah, hier kann man runter. Ja. Aber da hinten nicht. Ja. Das ist zu schwer. Ja, oder zu hoch vielleicht einfach. Schon mal daran gedacht? Kritischer Hase. Kein Assassin's Creed oder so. Ja gut, also... Ja, in Assassin's Creed, da könntest du aus dem Weltall springen, du willst in dem Heuball landen. Heuwagen, Heuballen, Heu. Heu, Heu, Heu. Ketten. Hö, ich hab was gehört. Ach, da oben. Hast du noch eine Batterie, gell? Ja, ich weiß. Wir müssen uns beeilen. Vater Martin, bist du's? Nein, ist er nicht. Ja, Vater Martin hat interessante Eigenschaften. Sagen wir's mal, interessant. Eieiei. Bitte eine Batterie oder so ist. Ja, ich kann auch einen Geist sehen. Bitte, eine Batterie, bitte. GG. Komm schon, eine. Weißt du, wenn wir einmal draußen chillen und dann gleich immer sowas. Puff. Was zum... Also Leute, die Facecam ist wieder ausgefallen, weil die Kamera überhitzt hat. Deshalb schaltet sie sich dann immer automatisch ab. Sorry, jetzt laufen halt die letzten paar Sekunden durch und jetzt mal die Endcard. Ja, also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch zurück für die nächste Folge. Ich wollte die ganze Zeit am Anfang, wollte ich die ganze Zeit raus aus der Anstalt, jetzt sind wir draußen, aber ich möchte wieder rein, weil es hier draußen es ist echt unheimlich hier draußen. Also ja, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Sehr schön, Zeit läuft. Okay. Yo Leute, Atomic Smash ist back am Start. Nein, noch nicht. Okay. Das ist gar nicht gekommen, okay. Ja. The Master.